Hallo, wir sind Kes Kes aus dem Mostviertel und spielen Poprock mit Mundartgesang. Kes Kes beschreibt eigentlich frech sein, ein bisschen für mich immer, aber ein bisschen mit Augenzwinkern. Da muss ich nicht zwinkern. Wie es dann zu dem Namen gekommen ist, ich glaube, weil es eins für meine für die Lieblingswörter von meiner Mama ist, die sagt das ganz gern, Kes. Und das ist dann blieb eigentlich und das passt auch ganz gut zu uns. Neulich oben in mein Lieblingslokal, ich schwing das Tanzbein, hab die Tanzen noch. Aber das Tanzen alleine ist fad, wir sind da einfach nicht stark. Uns gibt es jetzt circa seit 2 Jahren. Der erste Gig war hier in Mank beim Besalpark Festival. Da haben wir uns kennen und lieben gelernt. Ja, wir sind dann aus Mank außer nach Wien direkt, haben in Wien alles gespielt, was es gibt, bis auf die, guten Sachen. auf die guten Sachen. Aber da kommen wir noch hin, da wollen wir hin und spielen in Zukunft auch ein bisschen was. Ja, unsere nächsten Auftritte stehen dann schon auf, die freuen wir uns schon recht. Der wirklich nächste ist am 9.5. in St. Pötten auf der Donnerstagsdemo, auf dem Riemerplatz ist das. Das wird sicher leibend. Unser eins von den wenigen Open Airs wird das werden, das wir bis jetzt gespielt haben oder auch in Planung ist. Dann geht es weiter am 10.5. gleich nächsten Tag. Puh. Es wird anstrengend, aber wir freuen uns trotzdem. Im Steinhaus St. Leonhard mit Grafögel, das wird sicher extrem leibend. Das ist eine coole Band auf jeden Fall. Dann geht es weiter am 8.6. in der Remise am Stetten als Vorband von Granada, das wird sicher auch sehr fein. 13.6. Café Carina, da in der Stadt wieder mal ein wenig vorhanden, in Wien. Am 13.9. in Ips im Therapiezentrum bei dem Verein F13. Und dann noch zur Weihnachtszeit haben wir auch noch was, am 7.12. im Roadhouse in Ips. Und wir haben für das Jahr 2020 auch schon einen Termin, und zwar am 15.02. in Bodensdorf beim Eigner, beim Ballonwirt, mit dem Motherfucking Fiction Play. Auf das freuen wir uns natürlich auch. Es gibt ein Video von uns, das trägt den, oder es liert eigentlich den Namen Umberto-A. Da geht es eigentlich um 2 Personen. Die sie kennenlernen und irgendwie lieben lernen. Und ich habe ganz bewusst Personen gesagt, weil es eigentlich für uns auch nicht so wichtig war, ist jetzt Mann, Frau oder wie auch immer. Vielleicht sind es auch 2 Männer oder 2 Frauen. Ganz egal, es geht darum, dass Liebe in dem Sinn keine Grenzen kennt oder solange es gefällt, ist es erlaubt. Und das probieren wir halt da zu vermitteln. Stöbert man durch die Kommentare auf dem Kes Kes YouTube-Channel, dann fällt einem der Hashtag bester Lehrer sofort ins Auge. Oh ja, das mit den Kommentaren zu dem Musikvideo. Da sind einfach meine Schüler, haben sie da zusammen da. Und die sind halt alle ganz lieb. Die waren da so gut, dass sie da gleich Hashtag bester Lehrer geschrieben haben. Ganz nett. Vor allem, wohin soll er einen Anse? Schon mal schauen, vielleicht geht es eh aus. Ne? Wie heißt du, Umberto, Umberta? Wie funktioniert das bei uns mit dem Lied schreiben oder komponieren? Meistens ist es so, oder es hat sich zumindest so etabliert jetzt bei uns, dass ich zuerst den Text schreibe und so ein bisschen so ein Grundgerüst einmal mache, vor Akkord, Folgen her und so weiter. 4 Akkorde? Ja. Nein, mindestens. Je mehr, desto besser. Ne? Ganz viel Griff, halt alle, was wir können. Und ja, die anderen 4 dann geben halt auch einen Senf dazu und probieren halt, dass so meine Ideen ein bisschen entwirren und auf eine
gerade Linie bringen, sage ich jetzt mal so. Wir haben 4 Nummern bereits aufgenommen. Davon ist eh Umberto natürlich eine und Lorelei, wo es jetzt baldigst das nächste Video gibt. 2 sind da noch dabei, nämlich Adele und Charlotte. Genau. Wir haben jetzt aber noch nicht so den Plan, diese 4 Songs auf ein Album oder auf ein EP zusammenzufassen, sondern einfach schauen, was jetzt noch weiter passiert, weil wir schon die nächste Single jetzt in Planung haben. Auf das freuen wir uns schon, auf den Prozess, der da uns bevorsteht. Das wird sicher eine gute Erfahrung werden. Und dann schauen wir mal, vielleicht passen ja die dann irgendwie alle zusammen oder es kommt nur was Neues natürlich dazu. Und ja, wir schauen mal, ob sich das auf einen Tonträger ausgeht oder nicht. Vielleicht wird es nur Single. Das lassen wir dann einfach passieren. Auf dem Heimweg bin ich schwer verliebt. Hört mir glaub, dass bei mir nur sowas geht. Uns findet man auf Facebook. Ganz einfach KessKess zusammengeschrieben, ganz wichtig. Genauso wie auf Instagram. Auch unter KessKess_Musik. So findet man uns da. Also wer immer wissen will, was wir gerade machen und wo wir spielen. Und YouTube findet man uns auch. Einfach eingeben. KessKess. Zusammengeschrieben, Umberto.